Gehört ihr vielleicht auch zu den Menschen, die sich schon morgens von ihrem Handy wecken lassen, dann abends im Bett liegen, die letzten Social Media Posts checken? Bei mir war das bis vor gar nicht so langer Zeit der Fall und ich muss sagen, gut getan hat mir das nicht. Seit der Einführung des Smartphones im Jahre 2007 hat sich ja unser Leben rasant verändert und mit der Freiheit, das Wissen der Welt ständig verfügbar in der Hosentasche zu haben, kam leider auch die ständige Erreichbarkeit. Und die kann zum ernsthaften Gesundheitsproblem werden, denn sie führt natürlich dazu, dass wir nie wirklich abschalten und runterkommen. Ein Großteil meiner Patienten, die mit beginnendem Bluthochdruck oder mit Herzstolpern in die Praxis kommen, haben vor allen Dingen ein Stressproblem. Und hierbei spielt das nicht abschalten können, weil man dank Handy und Co. mit dem halben Gehirn ständig noch im Arbeitsmodus ist, eine ganz entscheidende Rolle. Denn die Dauererreichbarkeit, die führt dazu, dass nicht nur unsere Handys, sondern auch wir always on sind. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer merken, aber die Push-Nachricht hier und die Mail vom Chef nach Feierabend da, die führen dazu, dass unsere Stresshormonspiegel dauerhaft erhöht bleiben. Und das führt wiederum dazu, dass unser Herz und unser Kreislaufsystem andauernd im Stressmodus aktiviert bleibt. Und das können wir an einem beschleunigten Pulsschlag und erhöhten Blutdruckwerten erkennen. Schaffen wir es nicht, auch im Alltag Inseln der Ruhe zu schaffen, dann drohen Burnout, Schlafstörungen und sogar psychische Störungen wie Ängstlichkeit und Depression. Wie können wir jetzt diesem Hamsterrad entfliehen? Bei meinen Patienten wirken folgende drei Tipps ziemlich gut. Erstens, schafft euch Entschleunigungsoasen. Das sind feste Zeiten und Orte, ganz bewusst ohne Smartphone, die ihr auch nach außen konkret kommuniziert und verteidigt. Bei mir ist das zum Beispiel das Joggen draußen in der Natur, ganz bewusst ohne Smartphone oder der bildschirmfreie Sonntag. Zweitens, macht das Schlafzimmer zur handyfreien Zone und versucht spätestens 90 Minuten vor dem Zu-Bett-Gehen auf digitale Ablenkungen zu verzichten. Sprich, spätestens um 20 Uhr wird das Handy ausgeschaltet und verbleibt dann in der Küche am Ladegerät. Kauft euch am besten auch einen alten Wecker, damit ihr dann auf das Handy auf dem Nachttisch verzichten könnt. Und last but not least, deaktiviert auch mal nervige Push-Nachrichten und macht euch feste Zeiten für E-Mails, für Surfen im Internet und für Social Media, denn dann könnt ihr aktiv euren Medienkonsum bestimmen. Liebe Community, das ist natürlich nur meine kleine Best-of-Liste, da gibt es natürlich auch noch Verbesserungspotenzial und deswegen freut mich jetzt über eure Tipps und Erfahrungen in den Kommentaren und danach am besten mal schön abschalten. Bis dahin, bleibt schön gesund, euer Dr. Hahn.